Vorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Auch in diesem Jahr sammelt die Junge Union Leverkusen wieder auf der traditionellen Heiligabendsammlung für soziale Zwecke. In den vergangenen Jahren konnten wir auch dank Ihrer Mithilfe, unter anderem für die AIDS-Hilfe Leverkusen 2001 oder auch im vergangenen Jahr für das Tierschutzzentrum Leverkusen sammeln. Die Junge Union hat in den vergangenen 30 Jahren in den Leverkusener Fußgängerzonen Opladen, Schwäbisch und Wiesdorf über 25.000 Euro gesammelt, die von den Bürgern gespendet wurden. In diesem Jahr wollen wir nun einkommensschwache Familien mit dem sozialen Projekt Kein Kind ohne Mahlzeit unterstützen. Dabei handelt es sich um die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die an eine Schule gehen mit Ganztagsbetreuung und sich selbst kein Mittagessen dort erlauben können. Ein durchschnittliches Mittagessen pro Kind kostet durchschnittlich 2,50 Euro. Dabei zahlt das Land 1 Euro und die jeweilige Kommune 50 Cent. Der restliche Euro muss durch finanzielle Spenden selbst erbracht werden. Deshalb zählt jeder Euro für die 82.000 bedürftigen Kinder in Nordrhein-Westfalen, die sich kein Mittagessen erlauben können. Deshalb ist es besonders wichtig, für dieses wichtige Vorhaben zu spenden. Auf dem alljährlichen Parteitag beginnen wir mit unserer Sammlung und würden uns über eine kleine Spende Ihrerseits freuen und hoffen damit, den Bedürftigen finanziell ein bisschen entlasten zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es darf abhalten, nach Hause zu fahren. Nur ganz kurz noch ein herzliches Dankeschön an Sie alle. Wir konnten eben 250 Euro und 47 Cent sammeln. Und ich denke, das ist angesichts von 250 Euro und 47 Cent. Ich denke, das ist angesichts von nur 66 anwesenden Personen ein durchaus ehrenwertes Ergebnis. Vielen herzlichen Dank.